Aquamanelen. Mittelalterliche Handwaschgefäße. Wo sie herkommen und was für eine Bedeutung sie haben. Das alles erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Hallo, willkommen beim nächsten Video von Mittelalterkeramik zum Thema Aquamanelen. Dieses Video wird der erste Teil sein von einer zwei- oder vielleicht auch dreiteiligen Serie. Ich weiß es nicht, wie lange ich diesmal dafür brauche, denn, wie sich natürlich wieder herausstellt, ist auch das Thema sehr weitläufig. Es gibt viel zu erzählen und natürlich auch viel zu zeigen aus der Werkstatt. Und Caramello, miau, Zunge rein. Und mein Kater begrüßt euch auch hier. Der liegt wieder auf meinem Schoß, wie immer. Der kommt dann immer abends, wenn ich hier aufnehme, ein Video aufnehme oder in meinem Ausstellungsraum bin, dann zu mir und leistet mir Gesellschaft. Ja, soweit dazu. Also Aquamanelen, mittelalterliche Handwaschgefäße, leiten sich her aus dem lateinischen Wort aqua für Wasser und manus für Hand, Aquamanile. Aber da gibt es schon wieder die ersten Verwirrungen, denn im Plural kann man sagen Aquamanelen oder Aquamanilien. Das gibt's beides. Ich habe mich für das Wort Aquamanelen entschieden, obwohl auf den Büchern den älteren gerade Aquamanelien steht. Ich hoffe, das stört euch nicht, denn ich finde Aquamanelen etwas einfacher. Ja, dann habe ich hier erstmal zwei Bücher zu präsentieren. Einfach zuerst mal das Buch Aquamanelien von Michael Hütt, auf das ich mich beziehe, aus dem ich sehr viele schöne Stücke auch schon gemacht habe. Jetzt finde ich hier gerade keins. Hier gibt es Bilder auch drin, Abbildungen von Bronze-Aquamanelen, reichhaltigen. Und hier einem anderen Buch, Aquamanelien, das ist im Weber Verlag erschienen und ist von einem Peter Bloch geschrieben. Dort gibt es auch sehr schöne, große, farbige Bilder von Aquamanelien drin, die man im Endeffekt hier betrachten kann, die mir als Vorbild für meine künstlerische Arbeit nach Bronze-Vorbild dienen. Kommen wir aber zunächst mal zu den Aquamanelen, die hier stehen. Es gibt zunächst erstmal zwei Typen von Aquamanelen. Die wurden nicht alle aus Bronze gefertigt, sondern auch sehr viele aus Ton und damit natürlich ganz gebranntes Keramik. Und diese Aquamanelen sind eher einfacher Natur, wie zum Beispiel hier unser Knuffel, so habe ich den genannt. Der ist nach einem Keramikvorbild aus Köln des 13. Jahrhunderts gefertigt. Eine kleine Aquamanele, nicht besonders aufwendig, aber sehr knufflig, wie ich finde. Diese Form von Aquamanelen sind ja sehr einfach. Es sind leicht tonnenförmige Körper. Die Tiere, die man darin erkennen mag, ja, da gibt es da nicht so oft, oft gibt es da nicht so ganz klare Tiere, die man da erkennen kann. Und diese Aquamanelen zeichnen sich dafür aus, dass sie natürlich für den profanen Gebrauch, für die normale Bevölkerung gemacht worden sind. Also für Menschen niederen Standes, auch Bauern. Und im Gegensatz zu dem Vorurteil, das uns so mancher Hollywood-Film vermittelt, dass im Mittelalter alle, auch der hohe Adel, dreckig bei blakendem Fackellicht da gesessen haben und verschmutzt an ihren Knochen saugten, war das nicht so. Selbst in einfachen Haushalten gehörten solche Aquamanelen zum Tischgeschirr dazu. Man hat nämlich bis zum 16. Jahrhundert viel mit den Fingern gegessen. Das heißt also, Messer und Gabel kamen erst ab dem 16., 17. Jahrhundert wirklich in unsere Tischkultur hinein. Und vorher wurde viel mit den Fingern gegessen. Das heißt, es gehörte wirklich zur Höflichkeit, wenn man zum Essen kam, sich die Hände abzuspülen oder abspülen zu lassen. Auch im profanen Gebrauch, auch selbst bei einfachen Leuten mit solchen Aquamanelen hier. Ja, und da gibt es zum Beispiel noch diese einfache hier. Das ist auch eine Aquamanele des 13. Jahrhunderts. Steht im Rheinischen Landesmuseum, ist auch aus dem Rheinland im Kölner Fund. Das ist wahrscheinlich ein Pferd oder ein Schaf, man weiß es nicht so genau. Ist auch eine sehr einfache Aquamanele, aber sie erfüllt ihren Zweck und ist auch immer sehr beliebt. Ja, aber nun fragt ihr euch bestimmt, was sind das hier für aufwendige
Aquamanil hier, dieser Reiter, ein Ritter, der seine eingelegte Lanze hier normalerweise hat. Ich habe gerade keine dafür da. Und diese Ritter, Aquamanile oder auch dieser sehr aufwendige Greif hier, eine aufwendig modellierte Tiergestalt, die sind nach Bronze-Vorbild von mir modelliert worden. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem wichtigen Teil noch der Aquamanilen, nämlich den Bronze-Aquamanilen. Man geht davon aus, dass diese Aquamanilenform, also diese Gießgefäßform, aus dem Orient stammt und dass sie von den Kreuzrittern ab dem 10. 11. Jahrhundert als Handelsware oder Beute mit nach Europa gebracht wurde. Die frühesten Formen dieser Aquamanilen findet man nämlich im islamischen Raum. Aber man hat diese Aquamanilen dann hier hingebracht und da schienen dann halt die höfische Kultur und die Adligen sehr begeistert von zu sein und die wurden sehr beliebt und zur Mode. Doch man hat die nicht einfach nur kopiert oder einfach die man mitgebracht hatte benutzt, sondern man hat eine eigene Formsprache entwickelt und die Künstler und Bronzegießer dieser Zeit haben eigene Aquamanilen entwickelt, die dem deutschen Raum besonders zugeordnet sind. Und diese Aquamanilen zeigen halt auch aus unserer Sagenwelt, unserer Kultur und der mittelalterlichen höfischen und Ständekultur die Motive, die man zu dieser Zeit kennt. Insbesondere halt den Löwen. Der Löwe, im Mittelalter immer ein Symbol und Zeichen von Herrschaft, von Macht, von Rechtschaffenheit und Kraft, gibt es zu über 50% sind diese Bronze-Aquamanilen Löwen. Die finden sich auch auf Siegeln und auch auf anderen Zeichnungen. Samson, der den Löwen besiegt, biblische Motive werden dort wieder eingeflochten. Und die Löwen-Aquamanile ist sehr berühmt fürs Mittelalter. Und gerade hier haben wir ein wunderschönes Stück, was ich jetzt gerade für eine Kundin gemacht habe. Ein Löwe, nach Bronzevorbild gearbeitet, sehr nah am Original dran, sogar mit einer Bronzepatina versehen, dass es einen leichten Goldglanz bekommt. Da hat man dann oft hier als Henkel noch ein zweites Tier, was sich so an den Löwe anschmiegt. Oft hat man auch im Maul hängend noch eine Figur, ein Männchen, was vom Löwe gefressen wird. Das war bei dem Original jetzt auch nicht so. Und hier hinten sieht man auch Details wie der Schwanz, der sich hier noch um das Bein wickelt. Das sind halt wirklich dann jetzt Aquamanilen der höheren Preisklasse. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso mache ich als Töpfer diese Bronze-Aquamanilen nach in Keramik? Warum mache ich nicht selber Bronze-Aquamanilen? Zum einen, wenn ich wirklich Bronze-Aquamanilen machen würde, wären sie sehr teuer. Das will ich auch mal tun, aber da gibt es dann keine Aquamanile für unter 1000 Euro bei mir. Und so sind sie natürlich zu einem Preis auch bei mir erhältlich, den sich jeder leisten kann. Und das Ganze hat auch einen authentischen, geschichtlichen Hintergrund. Denn es war so, dass gerade ab dem 13. Jahrhundert sich in den Städten, die sich gebildet haben, im Deutschen Reich, römischer Nation, die erste neue Bevölkerungsschicht gebildet hatte, neben dem Adel und den Bauern, nämlich das Bürgertum. Das Bürgertum war eine neue Bevölkerungsklasse, die es damals gab, und die hatten andere Vorstellungen, die wollten dann nicht mehr so eine kleine, knufflige Aquamanile hier haben und wollten es dem Adel gleich tun, hatten aber natürlich nicht so viel Geld, um sich eine echte Bronze leisten zu können. Das war damals schon teuer, wie so ein Kettenhemd oder sowas. Also ging man zum Töpfer, und das ist auch belegt, und hat dort dann beim Töpfer Kopien dieser Bronze-Aquamanilen bestellt. Und in dieser Tradition arbeite ich. So habe ich dann Freiheit. Also ich kann jetzt hier diese Stücke machen. Das sind wirklich Repliken oder Rekonstruktionen, die ich mache von diesen Keramik-Aquamanilen, die gefunden wurden. Aber den Bronze-Aquamanilen werden auch Reste gefunden. Also nicht bei den Bronze-Aquamanilen, sondern bei den Keramik-Aquamanilen, die nach Bronze-Vorbild gearbeitet wurden. Da kann man dann Reste finden. Oft sind die Köpfe abgebrochen. Und da kann man dann nicht genau sagen, wie viel Mühe hatte sich der Töpfer gegeben. Wie sah diese Aquamanile in Wirklichkeit aus? Und so sagt dann ein Kunde aus dem Reenactment-Bereich zu mir zum Beispiel, du, mach mir doch mal eine Aquamanile. Ich entstamme dem Bürgertum oder dem niederen Adel und ich möchte jetzt gerne eine Aquamanile haben, so wie der Fürst oder Graf nebenan. Da möchte ich auch gerne so einen Löwen haben und es ihm so ein bisschen gleich tun. Und meiner Tafel soll jetzt nicht weiterhin der Knuffel stehen, sondern ein toller Löwe wie dieser dort oder wie vielleicht diese hier aus dem 13. Jahrhundert stammende Leoparden-Aquamanile. Ist auch ein ganz toller. Und so hat sich dann eine Kultur entwickelt, auch im bürgerlichen Bereich oder beim niederen Adel, diese Keramik-Aquamanilen zu nutzen, die
dann von Töpfern kopiert wurden, nach Bronzevorbild. Und so kann ich dann auch meiner künstlerischen Ader ein wenig Genugtuung verschaffen, wo ich ja oft einfach das Geschirr und die andere Keramik ja nach Vorbild arbeite, also wirklich Repliken herstelle. Ja, und somit haben wir dann eine wunderbare Auswahl von Aquamanilen, die man bieten kann. Tja, heute ist der 1. Mai und normalerweise würde ich jetzt in Freienfels auf dem Markt sein und dort auch mit euch oder mit vielen anderen Kunden über genau diese Themen reden. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt heute Abend dieses YouTube-Video machen kann. Und ich hätte gerne diese Aquamanilen mitgenommen und sie euch da gezeigt. Wollen wir hoffen, dass sich diese Krise bald dem Ende zuneigt und wir uns wieder auf den Märkten treffen können. Ich glaube, das ist uns allen am liebsten. Naja, aber jetzt ist es bald soweit, dass wir auch in die Werkstatt gehen können. Denn ich will euch ja auch schließlich zeigen, wie ich so ein Gefäß auch herstelle. An meiner Drehscheibe, denn alle Gefäße, die ihr hier seht, diese ganzen Aquamanilen, sind wirklich erst einmal auf der Drehscheibe produziert. Das kann ich jetzt hier mal so erklären, aber das gucken wir uns lieber gleich in der Werkstatt an. Aber ich kann euch jetzt schon einmal sagen, was für Aquamanilen wir herstellen werden. Glücklicherweise habe ich in diesem Frühjahr doch einige Bestellungen bekommen von euch, von sehr lieben Kunden und Sammlern, die bei mir Aquamanilen gemacht haben wollen. Und deswegen präsentiere ich euch jetzt hier die Aquamanilen, die jetzt in der Werkstatt hergestellt werden. Diesen Löwen werden wir nach einem Bronzevorbild aus dem Jahr 1200 modellieren. Er stammt aus Hildesheim. Gerade die sitzende Körperhaltung des Löwen stellt eine besondere Herausforderung dar. Im Gegensatz zu dem Löwen auf dem Foto hier ist er mit Bronzepatina bestellt. Ja, mal sehen, wie das gute Stück wird. Toi, toi, toi. Und das hier ist das Einhorn nach einem Bronzevorbild aus dem Jahr 1400 in Nürnberg. Ja, ihr seht schon, da gibt es eine Menge zu tun. Es sind viele Details an diesem Stück und ich freue mich drauf. Und das ist der Flöter, eine figürliche Aquamanile mal aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Und hier gibt es einiges zu tun, da muss man das Gesicht machen und die Ärmchen schön modellieren. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und hier haben wir die Basilisken-Aquamanile. Sie ist diesmal auch mit Bronzepatina bestellt. Hier habe ich sie aus einem helleren, gelben Ton gemacht. Aber das ist eine sehr aufwendige Aquamanile. Die Flügel sind viel Arbeit. Und auch der ganze Körper ist verziert mit Dekor und Ritzungen. Hier haben wir die Zentauren-Aquamanile. Modellieren werde ich sie nach einem Vorbild aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, ebenfalls aus Hildesheim. Sie zeigt einen gekrönten Zentauren, der auf der linken Seite einen Drachen hält, gegen den er gerade kämpft und den er wahrscheinlich jetzt köpfen will. Ja, und das ist eine sehr aufwendige Aquamanile, die ist sogar zweimal bestellt. Einmal so ähnlich wie ihr sie auf dem Foto seht und einmal mit Bronzepatina. Gerade der schmale Hals des Drachen auf der linken Seite dient zum Ausguss und stellt eine besondere Herausforderung beim Modellieren dar. Dort können Risse entstehen und das kann auch manchmal schief gehen. Bis jetzt ist noch keine kaputt gegangen, dann sage ich jetzt auch da mal wieder, toi toi toi, hoffentlich klappt das alles. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal dabei seid. So, das sind also die Aquamanilen, die jetzt bald in meiner Werkstatt entstehen werden. Also, ich hoffe, ihr begleitet mich im nächsten Teil dabei, wie ich diese Aquamanilen nun herstelle, wie aus einem Knubbelton dann so ein wunderbares Gießgefäß entstehen kann. Tja, unser Knuffel hier hat es schon geschafft, heil aus dem Ofen zu kommen. Ich weiß nicht, ob das auch für die anderen so gilt, aber ich habe 15 Jahre lang jetzt schon Aquamanilen gemacht und ich hoffe, ich habe genügend Erfahrung, um jetzt auch diese Stücke heil aus dem Ofen zu bekommen. Und ich freue mich darauf, dass ihr mich begleitet in dieser Krise, wo wir uns auf den Märkten nicht sehen können. Also, ich bedanke mich bei eurer Aufmerksamkeit dafür, dass schon so viele meinen Kanal auch abonniert haben. Gebt mir einen Daumen hoch und ein Like, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns dann im zweiten Teil wieder. Macht's gut, tschüss.